Die Einzigartigkeit des Luft- und Raumfahrtstandortes Sachsen kann man an drei Dingen sehen. Das ist einmal Weltspitze im Leichtbau, Weltspitze in Materialentwicklung, Materialdesign und eine Spitzenstellung in der Mikroelektronik. Das verbunden ergibt neue Produkte, neue Produktmöglichkeiten in der Luft- und Raumfahrt. Die IS4D hat einen ganz großen Vorteil in der aktuellen globalen Lage. Wir haben ja, wenn man den entsprechenden Funk- und Mediaberichterstattung folgt, haben wir diese Megatrends: Globalisierung, Urbanisierung, CO2-Reduktion, Energieeffizienz. Diese Fragen Energieeffizienz, CO2-Reduktion kann man nur mit neuen Materialien, neuen Werkstoffen beantworten. Und gerade dort für Energieeffizienz, CO2-Reduktion sind die kohlenstofffaserverstärkten Werkstoffe ein sehr effizientes Material, um für uns alle in der Zukunft ja einen angenehmeren Planeten zu haben. Kurzfristig ist für die Branche ein wichtiges Thema, den Ratenhochlauf der einzelnen Programme zu stemmen, was sehr viel in Atem hält. Aber wenn man das Ganze langfristig betrachtet, ist natürlich auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung, das heißt der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen, aber auch innerhalb der Unternehmen, ein großes Thema. Die Luft- und Raumfahrtbranche ist in Dresden ganz hervorragend aufgestellt. Wir haben einerseits zwei Schwergewichte mit der Elbe Flugzeugwerke GmbH und der IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH und darüber hinaus ein international agierendes Zuliefernetz der Branche. Bei dem Themenfeld Strukturbauteile, da ist es natürlich eine große Herausforderung, dass diese Bauteile eben leichter werden. Man bekommt dadurch eben leichtere Flugzeuge, eine Kostenersparnis, eine höhere Energieeffizienz. Und das ist sozusagen das Credo auch des Projekts. Luft- und Raumfahrt vor der Herausforderung, größere Transportbewegungen zu bewältigen, einmal im Personentransport und einmal auch im Frachttransport, gleichzeitig die Umwelt zu schonen und neue Materialien zu entwickeln, gleichzeitig einen großen Anteil an Forschung und Entwicklung zu leisten.